Ahoi! Ich habe eine Menge ankerstarke Rezepte mitgebracht. Hunger? Film ab! Puh. Blaubeers kuriose Kombüsenküche. Willkommen in meiner KKK, in der kuriosen Kombüsenküche. Heute koche ich für euch geschuppten Seehecht mit Kontaktlinsengemüse. Wir benötigen dazu einen tollen Hecht. Da bin ich. Du bist doch kein toller Hecht. Ich meine einen richtigen, einen Fisch. Ach so, ja, hab ich hier. Außerdem benötigen wir frische Kontaktlinsen vom Bio-Optiker, eine Flasche Shampoo und einen Assistenten. Jo. Und so wird's gemacht. Zuerst müssen wir dem Hecht die Schuppen abmachen. Dazu nehmen wir das Shampoo. Es sollte Anti-Schuppen-Shampoo sein. So, jetzt kommt der Hecht in die Pfanne und der Deckel drauf. Jetzt kann der Hecht da drin aber nichts mehr sehen. Tja, also ist er kein Seehecht mehr. Na ja, kein Problem. Kontaktlinsen rein. Denn mit den Kontaktlinsen kann der Seehecht wieder sehen. Jetzt brauchen wir wieder unseren Assistenten zum Probieren. Aua, mein Zahn. Oha. Da haben wir wohl harte Kontaktlinsen erwischt. Also nehmt besser weiche Kontaktlinsen. So, das war's auch schon wieder. Aus Blaubeers kurioser Kombüsenküche. Nächste Woche mache ich für euch kandierte Augäpfel mit Sonnenbrillensoße. Also, bis dahin. Das war Blaubeers kuriose Kombüsenküche. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.